Herzlich willkommen zum diesjährigen Indie Book Day Video. Mein Name ist Sarah Reul. Ich arbeite als Buchhändlerin im Buchladen am Freiheitsplatz und habe seit vielen, vielen Jahren einen Buchblog namens Pinkfish. Ich habe zum Indie Book Day ein paar Empfehlungen mitgebracht. 9 Stück sind es. Und ja, warum feiern wir eigentlich Indie Book Day? Das ist ja im Buchhandel zumindest mein allerliebster Feiertag, denn da feiern wir die Bücher aus kleinen, unabhängigen Verlagen, die oftmals ein mutiges, mit Liebe gemachtes Programm haben, wo man wirklich noch Perlen finden kann. Und ja, ein absolut unterstützenswerter Tag. Wie funktioniert's? Ihr geht am Indie Book Day, das ist dieses Jahr Samstag, der 30. März, in eine Buchhandlung eures Vertrauens und kauft ein Buch aus einem unabhängigen Verlag. Was ein unabhängiger Verlag ist, das kann euch eure Buchhändlerin oder euer Buchhändler des Vertrauens sagen. Ansonsten gibt es jetzt in diesem Video ein paar kleine Anregungen, was das dieses Jahr sein könnte. Wir fangen an mit Anke Stelling, Schäfchen im Trocknen, erschienen beim Verbrecher Verlag. Zu diesem Buch muss ich eigentlich kaum noch etwas sagen, denn es hat just den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen. Sehr, sehr verdient. Ich freue mich wahnsinnig. Ich würde sagen, wenn ihr Anke Stelling noch nicht kennt, dann ist das eine sehr gute Wahl für den Indie Book Day. Ich weiß, dass der Verbrecher Verlag sich sehr bemüht, schnellstmöglich nachzudrucken. Ihr habt also eine gute Chance, dieses Buch zu erwerben. Und ansonsten lest einfach alles andere von Anke Stelling, erschienen im Verbrecher Verlag. Sie schreibt böse. Sie ist eine, finde ich, einzigartige Stimme in der deutschen Literaturlandschaft. Ja, die schreibt einfach fabelhaft. Böse, gut, Anke Stelling. Jetzt kommen wir zu einer Liebesgeschichte der etwas anderen Art, und zwar von Anna Herzig, Sommernachtsreigen, ist erschienen im Verlag Woland und Quist. Und wir lernen eine Frau und zwei Männer kennen. Der eine ist ihr Ehemann, der andere ist ihr Liebhaber. Wie man sich denken kann, bietet dieses Arrangement so einiges an Zündstoff, und nach einer langen Nacht, Sommernachtsreigen, ist nichts, wie es mal war. Eine Liebesgeschichte der etwas anderen Art. Jetzt kommen wir zu einem Buch, das ein bisschen mehr Bilder enthält als die vorherigen zwei. Und zwar ist es aus dem unvergleichlich tollen Reprodukt Verlag, die wirklich fantastische Comics für Kinder machen, die fantastische Graphic Novels machen und deren Programm man sich unbedingt generell mal anschauen sollte. Katja Klengel mit Girlsplaining. All die Themen, die noch ein Tabuthema sein, sein sollten, sein könnten, eigentlich nicht mehr sein sollten, so rum wollte ich sagen. Das ist witzig, das ist offen, das ist ehrlich, das ist schonungslos. Das hätte ich gerne als junges Mädchen oder Anfang 20 gehabt. Ganz, ganz tolle Comics darüber, sich selbst zu finden im Kolumnenstil. Macht sehr großen Spaß. Dann kommen wir zu einem Buch, das mir insbesondere am Herzen liegt, weil ich der Meinung bin, es braucht noch viel, viel mehr Leserinnen und Leser. Und zwar handelt es sich hier um ein Sachbuch von Tupoka Oget, Exit Racism, rassismuskritisch denken lernen. Und ich denke, da gibt es noch wahnsinnig viel zu tun für uns als Gesellschaft, da gibt es noch wahnsinnig viel zu lernen. Ich lerne jeden Tag dazu, wie ich noch rassismuskritischer denken kann, wie ich da noch mehr reflektieren kann, wie ich mir meiner Privilegien bewusst werden kann und so weiter. Und es ist ein schmales Bändchen, es hat aber unglaublich viel Futter, es ist unglaublich hilfreich und lehrreich. Es ist mittlerweile in der 4. Auflage erschienen im Unrast Verlag. Generell ist auch die Autorin wirklich, folgt der auf Instagram, das ist unglaublich toll, was man von ihr alles lernen kann, und lest und verschenkt bitte dieses Buch. Es ist wirklich eines, das unglaublich wichtig ist, Rassismus und gegen Rassismus anzukämpfen, das geht uns alle an. Nun kommen wir wieder zu einem Roman, und das ist einer aus dem Kass Verlag, den ich ja auch sehr liebe als Liebhaberin japanische Literatur. Und zwar handelt es sich um Kein schönerer Ort von Manichi Yoshimura. Und man könnte bei dem Titel erstmal denken, dass das sich nach einem sehr zarten und schönen Roman klingt so ein bisschen so, ist es aber nicht. Wir lernen ein junges Mädchen kennen und seine sehr strenge Mutter. Die beiden leben zusammen in einer Kleinstadt. Und ja, nach und nach bekommt diese sehr perfekte Fassade Risse. Und es geht in eine Richtung, die ich am Anfang überhaupt nicht erwartet habe. Und hinten auf dem Buch steht, nicht die Katastrophe ist das Problem, sondern das danach. Ein bedrückendes Buch, aber auch ein erschreckend realistisches Buch. Ein Japan, das nach dieser Roman wurde geschrieben, nach Fukushima. Das war der Anlass, um dieses Buch zu schreiben. Es wäre aber zu kurz gegriffen zu sagen, dass es nur um Fukushima geht. Es ist wirklich ein Roman über das danach und über eine Stadt, die irgendwie versucht zu überleben.
Wir bleiben ungefähr in dieser Thematik, aber diesmal haben wir noch eine Zukunftsversion. Es ist eine nicht allzu ferne Zukunft und es ist erschienen im Secession Verlag von Marie, ich sag's sehr wahrscheinlich falsch, Dariusz. Ich kann es leider nicht richtig aussprechen, ich habe es wirklich versucht. Ganz egal, ihr müsst auch eigentlich nur den Titel wissen, Unser Leben in den Wäldern. Und wir begegnen Marie und Marie lebt in dieser Zukunft, die von Smart-Technologie durchsetzt ist, wo es Klone gibt, von denen man, ja, wenn man irgendwie krank wird oder sowas, dass die so quasi als Ersatzteillager fungieren. Und Marie schreibt in den Wäldern, der einzige Ort, wo man noch ohne Technologie auskommt, wirklich auf Bleistift und Papier ihre Aufzeichnungen darüber, wie nach und nach es immer schlimmer geworden ist. Und man merkt ihr das an, man hat das Gefühl, wirklich in dem Kopf von Marie zu sein. Sie ist gehetzt, die Aufzeichnungen springen immer hin und her. Das ist ein unglaublich intensiver Text, der einen total reinzieht auf 110 Seiten. Wow! Ich freue mich besonders, dass ich dieses Buch mit dabei haben kann, denn dieses Jahr ist Norwegen Gastland der Frankfurter Buchmesse und im Verlag Edition 5 erschien von Mona Höfring, Was helfen könnte. Und dieses Buch wurde verglichen mit Bonjour Tristesse und Die Glasglocke und diese Vergleiche, die kann das Buch absolut einhalten. Wir lernen ein junges Mädchen kennen, Laura, die ihre Mutter sehr früh verliert. Also sie ist in der ersten Klasse, als ihre Mutter sich das Leben nimmt und wir begleiten Laura, ja, wie sie versucht, trotz des schweigsamen Vaters, trotz des Bruders, der auch nicht so für sie da sein kann oder mit seinen eigenen Sachen zu tun hat, ja, wieder ins Leben zurückzufinden. Das ist ein Buch über Erfahrungen und über, ja, das Gefühl zu bekommen, wieder sich sein Leben zurückzuerkämpfen. Ein Buch darüber, ja, ins Leben zurückzukommen. Das hat mich sehr, sehr berührt. Auch hier ein ganz schmales Bändchen, aber wirklich sehr kraftvoll, eine ganz einfache, unverschnörkelte Sprache. Und wie gesagt, wer sowieso schon ein bisschen an norwegischer Literatur interessiert ist, der sollte Was helfen könnte lesen. Geht es euch auch so, dass ihr manchmal einen Namen schon ewig und ewig gehört habt und denkt, Mensch, ich würde so gern mal was über die Person mehr lesen? So ging es mir mit Audre Lorde. Und dann ist mir ein kleines Büchlein über den Weg gelaufen aus dem Verlag Worten und Mehr. Vertrauen, Kraft und Widerstand, herausgegeben von Anouk Ibaka Valiente. Kurze Texte und Reden von Audre Lorde. Und wenn ihr nicht wisst, wer Audre Lorde ist, sie sagt von sich selbst, ich bin eine schwarze Feministin, Lesbe, Kämpferin, Poetin, die ihren Beitrag leistet. Ein Teil davon ist, euch zu fragen, wie ihr euren Beitrag leistet. Und das sagt eigentlich schon alles aus. Sie war eine politische Aktivistin. Sie hat sich gegen Rassismus engagiert, sie hat über Sexismus gesprochen, sie war eine unglaublich mutige, interessante Frau. Diese Texte sind so vielfältig, dass ich so denke, okay, das habe ich definitiv nicht zum letzten Mal gelesen. Also wer so ein bisschen einsteigen will in das Werk und sie als Person so ein bisschen kennenlernen will, dem lege ich dieses kleine, schmale Bändchen ans Herz. Und last but not least habe ich ein Buch aus dem Elif Verlag mitgebracht und ich glaube, es ist das Schönste, was ich heute mitgebracht habe. Und zwar ist es Gedichte erinnern eine Stimme von Sigurdur Pálsson, wahrscheinlich auch nicht korrekt ausgesprochen. Die Isländer unter uns mögen es mir verzeihen. Der Elif Verlag macht vor allem, hat sich der Lyrik verschrieben, Gedichtbänden. Und dieser Gedichtband ist wirklich, ich muss sagen, ist so wunderschön. Und das Besondere daran ist, dass er zweisprachig ist. Das heißt, ihr habt auf der einen Seite das isländische Original und auf der anderen Seite die Übersetzung, was ich immer ganz toll finde, auch wenn ich keinen Funken isländisch spreche, habe ich doch das Gefühl, wenn ich das isländische Original lese, so ein bisschen mehr ein Gefühl für den Ton zu kriegen, weil Lyrikübersetzungen ja auch immer so ein bisschen heikel sind. Ich finde es extrem schwer, Gedichte zu empfehlen, weil da jeder so ein bisschen seine eigenen Vorlieben hat. Aber sie handeln von den Elementen, von der Natur, von Erde, von Wasser, von Feuer, von Schatten. Für mich war es einer der schönsten Gedichtbände der letzten Zeit. Vielleicht ist es ja auch etwas für euch. Ja, das war's schon wieder mit meinen neuen Empfehlungen. Ich habe mich bemüht, euch möglichst viele Verlage zu zeigen und in meiner Auswahl auch möglichst divers und vielfältig zu sein. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Indie Book Day. Geht in die Buchhandlung,
kauft wunderschöne Indie-Bücher, macht Entdeckungen, kommt mit euren Buchhändlerinnen und Buchhändlern ins Gespräch, teilt euren Buchfund später unter dem Hashtag IndieBookDay in den sozialen Netzwerken, damit wir alle wirklich, damit unsere Wunschlisten explodieren und wir alle weiterhin die wunderbare verlegerische Arbeit von Indie-Verlagen unterstützen können. Ciao.